Herzlich willkommen hier in Trier. Und jetzt geht es los mit dem Vlog über eine der ältesten Städte in ganz Deutschland. Und da der Balduinbrunnen. Aber jetzt geht es weiter erstmal. Auf jeden Fall der Balduinbrunnen. Und jetzt geht es los. Rein da, rein nach Trier. So. Ich bin jetzt angekommen hier in Trier, eine von vier Großstädten in Rheinland-Pfalz und davon die viertgrößte nach Mainz, Koblenz und Ludwigshafen am Rhein. Und hier ist so ein kleiner Park, der dann in die Innenstadt führt mit Historismus und Jugendstil Gebäuden rechts und links davon. Ich bin gespannt. Trier konkurriert um den Titel älteste Stadt Deutschlands. Und da ist sicher das bekannteste Bauwerk Triers. Sogar es ist eines der bekanntesten Bauwerke in Deutschland. Das Schwarze Tor. Die Porta Nigra. Es handelt sich dabei um eines der bedeutendsten Überbleibsel antiker Architektur in Deutschland. Und ist halt ein antikes römisches Stadttor aus dem 3. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre. 3. oder 2. Jahrhundert. Und ja, der Name ist sozusagen klar, das Schwarze Tor, Porta Nigra, weil es ist dunkel. Es kommt vielleicht nicht auf der Kamera so rüber, aber es ist schon dunkler, als ich es mir vorgestellt habe, und es ist mächtig. Jetzt geht es durch dieses antike Tor. Jetzt überlegt mal, wo kennt ihr denn in Deutschland noch bedeutende römische Architektur? Es gibt sie natürlich, klar, es gibt sie auch nachgebaut in Xanten zum Beispiel, und es gibt sie immer hin und wieder, vor allem natürlich linksrheinisch oder südlich der Donau, aber Trier ist definitiv eine der bedeutendsten römischen Städte, zumindest eine der bedeutendsten Städte, die in Deutschland noch römisches Erbe aufweisen kann. Und hier ist eine der bedeutendsten Personen Triers, Karl Marx. Man kann ja halten, was man will von Karl Marx, aber er ist revolutionär und hat viel geprägt. Und hier ist eine riesige Statue. So, hier ist wieder das Schwarze Tor, die Porta Nigra. Und da links, da war ja das Karl Marx Denkmal. Da genau, das Karl Marx. Und jetzt geht's weiter. Das hier ist das Dreikönigenhaus, eines der bedeutendsten frühgotischen Häuser, die es gibt. Ja, Spitzbogen und Rundbogen gepaart. Das hier ist die bedeutende Fußgängerzone von Trier. Augusta Treverium müsste es heißen, früher zu römischer Zeit. Also Stadt des Augustus bei den Treverern. Deswegen kommt auch der Name Trier, weil hier das keltische Volk der Treverer gelebt hat. In diesem Teil Deutschlands, also damals natürlich nicht Deutschland. Das ist, ja, westliches Rheinland-Pfalz. Im Moseltal in Regiopol. Und guckt euch mal diese Fachwerkhäuser an. Schön. Und da die Judenpforte unten. Und das da ist der Marktplatz. Ich sag gleich was zum Regiopol. Trier als Regiopol. Sehr eigenständig hier in diesem Teil von Rheinland-Pfalz oder von Deutschland. Nächsten größeren Städte wären Koblenz, Saarbrücken oder Luxemburg. Luxemburg ist nur einige Kilometer entfernt die Grenze. Und der Marktplatz, den kann man eigentlich auch no comment angucken. Da ist die älteste Apotheke Deutschlands, die Löwenapotheke. Da haben wir ein Marktkreuz und hier diese ganzen bedeutenden Gebäude, beziehungsweise einfach nur schön. Jetzt geht's weiter zu den Welterben gleich. So, hier, das hier ist, glaube, das müsste der Georgsbrunnen sein, einer der bedeutendsten Rokokobrunnen in Deutschland. Hier eine schöne Fassade. Also Trier ist schon echt sehr, sehr wild. Also Trier hat man immer gesagt, mir früher, Trier ist schon sehr hoch, das ist schon Next Level. Und es ist wirklich, real talk, Next Level. Auf jeden Fall hier, Rokoko. Ihr seht die Muscheln, die Rokail,
Das ist ja das Erkennungsmerkmal des Rokoko. Eine Epoche des 18. Jahrhunderts, nach dem Barock, vor dem Klassizismus. Und das französische Casino, ein klassizistischer Bau aus dem frühen 19. Jahrhundert. Auch nice. Sehr geil. Ja, sehr, sehr wild. Trier, Augusta, Triverium. So, jetzt kommt noch eine bedeutende Sache. Wir hatten viel über Antike geredet, aber auch das Mittelalter ist hier omnipräsent. Weil hier haben wir den ältesten Dom Deutschlands. Er ist älter sogar als unser Speyerer Dom, also der Speyerer Dom, wo ich schon damals war. Man sieht Romanik und daneben die Liebfrauenkirche. Die gehört nicht zum Dom, sie ist aber verbunden. Eine gotische Kirche, der älteste Dom Deutschlands und der ist epochal. Und auch UNESCO-Weltkulturerbe, genau wie die Liebfrauenkirche daneben. Ja, aber was ist denn alles hier UNESCO-Welterbe? Ist das Rathaus, das ihr da gerade seht mit den Arkaden? Nee, das Rathaus ist es nicht. Aber der Dom ist Welterbe. Die Liebfrauenkirche ist Welterbe. Die Porta Nigra ist Weltkulturerbe. Und hier. Ihr, sie hier auch. Die Konstantin-Basilika. Da, wir reden hier vom 4. Jahrhundert. Vom 4. Jahrhundert. Benannt nach Kaiser Konstantin, der das Christentum in dieser Zeit legalisiert hat. Hat sich taufen lassen. Und hier ist sie, die Konstantin-Basilika, heute eine evangelische Kirche. Eine reformierte Kirche. Wobei sie im wahrsten Sinne des Wortes architektonisch keine Basilika ist. Hier ist das kurfürstliche Schloss, die kurfürstliche Residenz, direkt hinter der Konstantin-Basilika, weil die Erzbischöfe oder die Kurfürsten von Trier haben hier residiert. Nachher dann auch in der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz am Rhein. Aber auch hier in Trier haben sie regiert und man darf nicht vergessen, dass das Kurfürstentum Trier oder die Erzbischöfe von Trier waren wahlberechtigt, laut der Goldenen Bulle, den Kaiser im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation zu wählen. Also sie waren eine von 7 Kurfürsten, die den Kaiser wählen durften. Kennt das aus der Goldenen Bulle. Und das Next Level. Weiteres UNESCO-Weltkulturerbe, das heißt jetzt heute schon Nummer 5, die Kaisertherme. Ja, das sind die Kaisertherme, Konstantin-Thermen. Bin ich gerade verwirrt. Auf jeden Fall sind das hier die Thermen. Ich komme gerade nicht drauf, ob sie Kaisertherme oder Konstantin-Thermen heißen, aber dafür gibt es ja die Kommentare. Sorry, ich bin auch nur ein Tourist. Aber sie sind auch UNESCO-Weltkulturerbe. Es gibt hier 3 bedeutende Thermen in Trier. Und ich werde zu allen gehen. Hoffentlich. Aber das hier ist sehr cool. Leider abgesperrt. Man kommt nicht drauf. Aber guckt euch das mal an. Antik. Antik. Kult. Thermen. Thermen in der Innenstadt. Wo gibt's das? So, ein weiteres Weltkulturerbe ist das Amphitheater. Ja, ein Amphitheater gibt es auch hier in Trier. Auch Weltkulturerbe und da klassisch Mosel-Feelings, Weinanbau. Man sieht, ich bin in Rheinland-Pfalz. Das Amphitheater kostet auch Geld, kann ich nicht rein. So, durch mal das an. Eine tolle Verzierung an diesem Gebäude, meine Freunde. Jetzt bin ich in so einer anderen, in einer anderen Straße, auch zum Einkaufen, in der City. Und hier auch sehr, sehr geile Häuser. Genau, welche Weltkultur war ich jetzt? Porta Nigra, Dom, Liebfrauenkirche, Therme, Amphitheater, Konstantin-Basilika. Da fehlen, nach meinen Berechnungen, noch 3. Mal gucken, ob ich in alle gehe. Mal gucken. Jetzt erstmal durch die Promenaden. So, hier haben wir die. Hier ist der Viehmarkt. Da unten. Also da haben wir erstmal eine Kirche. Gotische, wenn ich das richtig sehe. Und da in diesem Komplex haben wir die Viehmarkt-Thermen. Die sind allerdings kein Teil des UNESCO-Welterbes. Ich weiß nicht warum. Aber sie sind trotzdem hier. Aber unter diesem Glasblock. Man kann aber hier reinschauen. Na, seht ihr es? Ja.
Ich denke, ihr könnt etwas sehen. Da unten sind die Thermen. Die Viehmarkt-Thermen. Und hier hat er gelebt. Der Revolutionär Karl Marx. Nachher natürlich in London gestorben. Aber in diesem Gebäude ist er geboren. Ich sage nur, kommunistisches Manifest, Kapital oder 18. Primär des Louis Bonaparte. Gearbeitet mit Friedrich Engels, seinem Mäzen, kann man sagen, der ihn gefördert hat und immer gesponsert hat. London gelebt, Paris gelebt, aber hier geboren in Trier. Karl Marx, Revolutionär. So, haben wir wieder eine gotische Kirche. Und das hier ist das Rathaus, das Neue. Ich habe euch eben das alte Rathaus gezeigt. Das war ja da beim Dom mit diesen Arkaden. Und hier ist das moderne, neue Rathaus. Nächstes UNESCO-Weltkulturerbe in Trier, die Barbara-Thermen. Ja, ich sage gar nichts. Das sind halt einfach Thermen. Also wenn ihr nicht wisst, was Thermen sind, das sind halt sozusagen wie öffentliche Bäder. So kann man es eigentlich übersetzen. Öffentliche Bäder, wo man dann baden kann, sich waschen kann. Also wie ein Schwimmbad zu antik-römischer Zeit. Und hier sind sie. Hier, so sah das einmal aus. Krass, was? Und jetzt sind halt nur noch diese Ruinen übrig. Aber immerhin, das sind Zeugen der römischen Geschichte in Deutschland und in Trier. Naja, ihr wisst das, linksrheinisch, das war halt das römische Reich, das Imperium Romanum. Und südlich der Donau, Grenze als Bad der Limes. Aber vom Rhein sind wir dann doch von Trier noch einige Kilometer entfernt. Auf jeden Fall, hier kann man über so eine Metallbrücke gehen und sich das dann angucken. Das gefällt mir. So, hier ist das letzte UNESCO-Weltkulturerbe in Trier. Die Römerbrücke. Eine der ältesten Brücken Deutschlands über die Mosel. Es gibt noch ein Weltkulturerbe. Ja, das ist die Igelsäule. Eine Säule in Igel, aber das ist gar nicht mehr in Trier, aber die zählt man noch hinzu. Zum Weltkulturerbe von Trier, aber sie ist in Igel, das ist eine Stadt an der luxemburgischen Grenze. Ich weiß nicht, ob ich da hinfahre noch. Es ist schon spät. Und ich bin natürlich mit dem Zug. Safe. Jetzt bin ich hier auf der Römerbrücke und man kann nochmal sehen, die Mosel. Die fließt von Frankreich hier durch Rheinland-Pfalz durch ein gewaltig schönes, tolles Tal. Und mündet dann nachher bei den deutschen Ecken Koblenz gegenüber von der Festung Ehrenbreitstein in den Rhein. Aber hier ist die Römerbrücke, eine der ältesten Brücken Deutschlands. Und ich würde sagen, das ist doch mal ein gelungener Abschluss von einer der ältesten Städte Deutschlands, wenn nicht sogar der ältesten, Trier.